Darf ich euch meinen neuen Stellplatz vorstellen? Direkt am Fluss. Der ist glasklar. Hier kann ich direkt schwimmen gehen. Und mit Wasserfall. Mega! Hallo, das bin ich. Ich heiße Jana. Und ich liebe es, um die Welt zu reisen, fremde Kulturen zu entdecken und exotische Tiere zu beobachten und durch satte, grüne Regenwälder zu wandern. Irgendwann kam dann auch Werner dazu, mein liebevoll ausgebauter Zitronen-Berlingo XL, mit dem ich Europa erkunde. Ich habe alles ganz alleine ausgebaut, Bett, Toilette, alles drin. Abonniert meinen Kanal, um bei meinen Abenteuern dabei zu sein. Und viel Spaß beim heutigen Video. Hallo und herzlich willkommen zum neuen Video. Ich bin immer noch auf Balkantour. Ihr wisst, ich war letzte Woche noch in Bosnien-Herzegowina in Mostar. Und diese Woche bin ich auf dem Weg nach Kroatien. Das sind jetzt die letzten Meter in Bosnien und ich freue mich schon auf meinen neuen Stellplatz in Kroatien. Einen wunderschönen guten Morgen aus Kroatien. Ich bin gerade erwacht. Es ist Ende Juli. Es sind 18 Grad hier am Fluss über Nacht. Und ich decke gerade meinen Frühstückstisch. Darf ich euch meinen neuen Stellplatz vorstellen? Direkt am Fluss. Der ist glasklar. Hier kann ich direkt schwimmen gehen. Und mit Wasserfall. Mega! Bevor ich weiterreise, wollte ich mich noch ein bisschen entspannen hier, ein bisschen Yoga machen. Ja, was man halt so macht, ne? Aber jetzt gibt es erstmal Frühstück und ich decke meinen Frühstückstisch. Meine Dusche hat jetzt gleich mal einen Platz an der Sonne bekommen und nun kann das Wasser warm werden. Ein kleines Stück von meinem Plätzchen entfernt gibt es hier tatsächlich eine Badestelle im Fluss. Hier ist es etwas tiefer, also bestimmt, sag ich mal, 2 Meter tief, aber glasklar und richtig, richtig kalt. Ein letztes Bad zum Abschied und dann geht es weiter in eine wunderschöne kroatische Hafenstadt. Herzlich willkommen aus Zadar! Hier war ich echt noch nie und darum habe ich jetzt mal gesagt, fahren wir mal nach Zadar. Also auf den ersten Blick, ja, sieht schon mal gut aus. Ich suche mir jetzt erstmal einen Kaffee. Ich möchte jetzt einen Kaffee trinken. Oh, hier kann man viele Boottouren machen. Nach Kornati und jetzt mal gucken. Ach, zum Nationalpark Krka. Und du kannst von den Klippen springen, schnorcheln. Ja, geht wohl jede Menge. Aber ich gehe jetzt erstmal hier über diese Brücke, die ist genauso glatt wie immer alles hier so im Balkan. Und zwar will ich mir in die Altstadt
anschauen und oh, ich sehe schon viele Menschen. So, jetzt gehen wir durch das alte Stadttor. Ich finde, sieht richtig gut aus. So, das war schon mal der erste Reinfall. Ich saß in einem Café da vorne und man kann nur in Cash und nur in Kuna bezahlen. Verstehe ich ja auch. Ich bin ja hier in dem Land, aber in jedem Land Geld holen war mir dann auch zu viel. Okay, dann suche ich mir erstmal einen Bankomat. Na, da haben wir ja den ersten. Den nehmen wir gleich. So, die habe ich jetzt. Tatsächlich kann man in Rumänien, also bis Bulgarien, habe ich gar kein Geld geholt, weil ich alles mit Visa-Card bezahlt habe. Und Griechenland war ja dann Euro und Kosovo auch. Und ab dann ging es aber los, dass ich Bargeld brauchte. War erstmal klar, oder? Wobei, hier verläuft man sich. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, in welche Richtung ich gehen muss. Hört ihr das? Die Meeresorgel hier in Zadar ist ein experimentelles Musikinstrument. Durch die Wellenbewegungen unter den großen Steinplatten werden diese Töne erzeugt. Ich finde, hier sieht einfach jede Ecke schön aus. Diese süßen kleinen Restaurants und Cafés überall. So schön. Ich liebe es hier. Ein Baum. Wahnsinn, und die Zikaden singen da drinnen.
Ich liege jetzt im Auto. Ihr seht mich nicht. Versuche gerade Licht anzumachen. Da bin ich. Also es ist kein Feuerwerk jetzt. Also, hallo. Ich liege schon im Auto, weil jetzt kamen draußen die Mücken. Und jetzt habe ich mich ins Auto verkrochen und wollte nur fragen, hat euch das Video gefallen? Wenn ja, dann gebt mir doch einen Daumen hoch. Und wenn ihr sehen wollt, wie es weitergeht auf meiner Reise, dann lasst ein Abo da, Glocke nicht vergessen und dann bis bald! The past is where it stays, way back a year ago.